Ich grüße euch hier am Freitagnachmittag vom Frankfurter Flughafen. Mit dem ICE, wo ich ankam hier am Frankfurter Flughafen, der hatte 20 Minuten Verspätung und endete auch hier und fuhr nicht weiter nach Köln. Heute herrscht wieder reges Treiben bei wunderschönem Sonnenschein und blauem Himmel. Hier geht's dann direkt zum Lufthansa Check-in in der Nähe des Fernbahnhofs. Auf jeden Fall heute schon viel Publikumsverkehr hier in Richtung des Terminal 1. Hier mal ein kurzer Blick auf den Außenbereich hier im Frankfurter Flughafen.
Hier der Blick auf das Terminal 1 mit der Abfertigungshalle A und Z. Hier ist schon ganz schön was los. Hier dann der Blick auf die Abfertigungshalle B, die ebenfalls schon ganz gut besucht ist. Hier dann die zusätzlichen Jungs, damit es dann ein bisschen schneller geht bei der Abfertigung des Gepäcks. Hier etwas weiter hinten in der Abfertigungshalle B wird es immer voller, immer mehr Passagiere.
Hier am Airport Reisemarkt ist noch nicht allzu viel los. Hier ein Blick auf die Abfertigungshalle C im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Die Abfertigungshalle C hier ist total überfüllt. So viele Passagiere habe ich auch vor Corona noch nicht am Frankfurter Flughafen gesehen. Hier befinde ich mich an den Schaltern von Condor, wo auch sehr viel Betrieb ist. Jetzt verlasse ich das Terminal 1 in Richtung Busbahnhof. So, jetzt geht's dann los mit dem Bus in Richtung Hofheim am Taunus, wo eine Direktverbindung besteht. Thank you.
Hier in Hofheim am Taunus werde ich das Video beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend sowie ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüssi.